du hast ja aber schöne Haare. Die sind aber gefärbt, oder? Boah, du hast ja aber tolle Fingernägel. Die sind aber nicht echt, oder? Herzlich willkommen bei F&M TV. Es geht weiter heute mal mit dem Thema Necks, Necken, aus der Pickup-Szene auch bekannt. So dieses provozierende Äußerungen da irgendwo gegenüber einer Dame, um irgendwie hier ihr Interesse auf einen zu lenken, zu ziehen. Einfach mal nachgoogeln, gegebenenfalls mal, wenn man jetzt, sage ich mal, hier neu eingeschaltet hat mit diesen Dingen, sage ich mal, nicht so vertraut ist. Thema Next, Thema Provokationen irgendwo, die dafür genutzt werden, da irgendwo hier interessanter irgendwie zu wirken. Die Dame, die man da hier irgendwie auserwählt hat, da irgendwie in die Position hineinzubringen, sich irgendwie zu rechtfertigen, in Verlegenheit zum Beispiel auch zu bringen, hier kommunikativen Aufbau da irgendwo zu betreiben. Ja, und genau das ist das Problem bei solchen, ich sage mal, Necks, eigentlich cocky and funny und was auch immer, dass man da hier, sag ich jetzt mal, so salopp mal Mann sagt was Freches zu einer Frau, sie gibt dann was Freches zurück. Und das ist natürlich dann das Problem, was sehr, sehr viele da haben. Und er ist dann aufgeschmissen. Next, lustige Sprüche reinhauen, witzig wirken, sag ich einmal. Klar, sicher, macht schon viel Sinn. Nur die schlagfertige Basis muss natürlich dann dazu auch irgendwo passen, stimmig sein. Der Artist würde jetzt etwas vom Frame reden, ja. Fakt ist, so freches, weil es sehr, sehr vielen gibt das so da draußen, die haben ihre ganzen frechen Anfangsstatements, da ihre ganzen Next da irgendwo auswendig gelernt und sind eigentlich gar nicht schlagfertig genug, um natürlich auf gewisse schlagfertige Antworten von der Frau natürlich dann dementsprechend zu reagieren. Also ich meine, jetzt doch mal im Ernst, glaubt irgendeiner von euch da draußen, der einigermaßen schon mit der Materie bewandert ist und hier schon so seine ersten Feldversuche irgendwo gemacht hat, glaubt irgendeiner da draußen, dass hier da cocky und funny irgendwas die Bedeutung hat, möglichst viele bescheuerte Antworten abzugeben oder was? Ja, ich meine, was würdet ihr denn sagen, wenn euch jemand aufzieht? Was würdet ihr machen? Ist doch klar, ihr würdet versuchen zu kontern. Logisch, mal abgesehen davon, dass so ein Mädel mit 20, 25 Jahren diese Saudumm mit diesen gefärbten Haaren, mit diesen künstlichen Fingernägeln schon mindestens 3, 4, 5 Mal gehört hat von irgendwelchen Typen, die sich genauso belesen haben wie ihr, mal abgesehen mal hiervon. Und ja, mein Gott, man versucht natürlich dann zu kontern und entweder es gelingt einem natürlich oder man wartet natürlich dann ab, es gelingt, man wartet ab, ob derjenige, der euch da aufgezogen hat, natürlich auch dementsprechend gegenkontern kann. Und ja, mein Gott, wenn er es nicht kann, lacht ihr ihn natürlich dann aus. Ja, und wenn er es kann, dann habt ihr dieses Schlagfertigkeitsduell verloren. So einfach ist das. Ja, und genauso geht es natürlich vielen, vielen Frauen auch da draußen. Sage ich einmal, die so einen Mann, der so ein sogenanntes Cocky und Funny da präsentiert, wobei wir wieder nicht beim Sein, sondern beim Präsentieren werden und ja, also mit irgendwelchen Necks natürlich dann auch hier irgendwie auspackt und es kommt nicht selten vor, ich habe da etliche Gespräche da schon geführt, dass sich die Frau da dann irgendwo denkt, sagen wir mal, was ist denn das eigentlich für ein seltsamer Vogel? Oder was zur Hölle will dieser Typ jetzt da eigentlich von mir? Der kennt mich doch gar nicht. Ja. Der kennt mich doch gar nicht.
Und das ist immer eine ganz, ganz heikle Situation, die mir auf Gefahr auch läuft mit solchen Next, ganz einfach. Beispiel, ich gebe da mal ein Beispiel auch von mir selber. Ich bin auch, komme ich mal in die Situation, ist auch schon passiert, wenn ich da irgendwie das Gefühl habe, dass wenn da jemand plötzlich mit mir redet, der mich ganz einfach für blöd hält. Und es geht jedem Menschen natürlich so, niemand will weder für dumm verkauft noch für dumm gehalten werden. Und es will niemand auch so behandelt werden, als wäre er irgendwo zurückgeblieben. Völlig normaler Vorgang. Ich meine, ich muss es auch belächeln, wenn ich da zum Beispiel gehöre, was, du bist ein Türke? Wow, du redest aber super Deutsch und dann auch noch so perfekt bayerisch Mundart. Meine Antwort darauf. Oh, klar, ich habe gelernt in einem Buch, was haben Doktor von deutsche Soldaten, Entwicklungshelfer vergessen in meinem Dorf? Ja, natürlich kannst du schon so Next bringen und deine Cocky und Funny Games da abziehen. Gar keine Frage. Wenn du Bock hast, irgendwie hier mit dieser Frau so ein Schlagfertigkeitsduell auszutauschen, wenn das Ziel der Sache ist, da wünsche ich dir viel Spaß dabei. Da kann man natürlich allerdings auch verlieren. Das ist natürlich blöd. Und wenn du dann verlierst, dann bitte schieb es nicht auf die Next oder auf die Cocky und Funny Sprüche. Die sind garantiert nicht schuld daran, dass du in diesem Punkt versagt hast. Sag ich dir knallhart, es ist nicht böse, nicht persönlich gemeint, aber die sind da definitiv nicht schuld daran und die sind auch definitiv auch nicht schuld daran, dass du nicht in deiner Präposition als Mann gehandelt und dementsprechend nicht das Maul in dieser Richtung auch mal richtig aufgemacht hast. Daran sind die solche Taktiken, sag ich mal, die sind nicht schuld daran, dass das versagt hat. Ja, Next, Cocky und Funny. Gut, ist immer okay, wenn man so ein cooler Typ ist, der immer einen dummen Spruch auf der Lippe hat. Ist in Ordnung. Ich habe einen guten Freund, der tickt genauso. Der ist aber auch dementsprechend schlagfertig, der Kerl. Da stimmt dieser Frame, dieser Rahmen, der stimmt mit dem überein, was er auch ist. Und ich sage mal, letzten Endes kommt es immer ganz einfach darauf an, wie schlagfertig man irgendwo ist. Oder sage ich ja mal, möchtest du irgendwo zu diesen Typen da irgendwo gehören, die da so komische Sprüche da auswendig gelernt haben, in einer runterleiernden Form da bei den Damen da rausringen und unglaubwürdig natürlich dann auch rüberbringen. Möchtest du so ein Typ sein? Okay, dann bedien dich dieser Taktiken, sage ich einmal. Ich sag's dir ganz ehrlich, mein persönliches Fazit, versuch's doch mal ein bisschen mit Ehrlichkeit. Du wirst überrascht sein, wie authentisch das rüberkommt. Und wie das wächst und gedeiht. Und keine Frau auf der Welt, die beißt dir den Kopf ab, wenn es um, sag ich einmal, wenn man ihr einfach mal das Gefühl vermittelt, natürlich, dass ihr Auftreten bei dir einen guten Eindruck hinterlassen hat. Da ist bestimmt keine Frau böse. Und wenn sie es dann doch ist, wenn sie dann die Nase hochzieht, wie so eine Concorde beim Startanflug zu seiner Zeit, ich sage mal ganz ehrlich, dann ist sie ganz einfach ein unhöflicher Mensch. Genau wie du in diesem Moment. Klar, wenn man dann auch noch Entschuldigung irgendwie für ein No-Go hält, ganz klar, da bleibt natürlich da nur eins zu sagen, um die Sache hier mal abzuschließen. Wer möchte eigentlich mit unhöflichen Menschen reden? Also ich nicht. In diesem Sinne.